Zeitalter der abstrakten Kunst, die ihren Siegeszug mit sehr penetranter Deutlichkeit nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt hat, gegen die figürliche Kunst und gegen die gegenständliche Kunst. Aber Sie wissen ganz genau, dass es einige Künstler gibt, die sich an dieser Dominanz der Abstrakten immer schon gestört hat und die sich nicht hat beeindrucken lassen von dieser sehr harten Art, mit Malerei umzugehen. Und deswegen ist die Ausstellung ein bisschen gegliedert in die, sage ich jetzt mal, Altmeister der Carrimont-Schule, die hier schon lange dabei sind und auch sehr erfolgreich dabei sind. Die sind hier im Erdgeschoss versammelt. Das ist also die Stabgruppe, die also auch Zertifikate von dem großen Meister aus Russland bekommen haben. Da muss ich dann dazu sagen, dass der Carrimont ja eine ganz klassische Ausbildung in Petersburg und Moskau erhalten hat. Ich mache es jetzt so, dass ich erstmal was zu den Vieren sage, die also hier ihr Zertifikat hier oben bekommen. Das ist einmal die Hanna Sieber, die eine unglaublich brillante Naturzeichnerin ist. Die ist hier im ganzen Gebäude verteilt, aber fängt hier unten an.
Team, der mittlerweile wohl auch beruflich erfolgreich ist, mit seiner raffinierten, leicht surreal angehauchten Art Zeichnungen zu machen, Illustrationen zu machen. Ich danke Ihnen erstmal, dass Sie so schön zugehört haben. Der zweite Teil meiner Einführung sieht ganz anders aus. Da mache ich nämlich mit Ihnen jenseits des unteren Teils, über den wir ja schon ein bisschen gesprochen haben, mache ich dann noch einen kleinen Rundgang oben in der ersten und zweiten Etage. Und sonst kommen Sie, die da oben ausgestellt haben, etwas zu kurz. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.
wie stark der Einfluss von Karimov auf seine Leute ist, weil sie offensichtlich begeistert sind von dem, was er ihnen bieten kann.